Hallo alle zusammen. Ich begrüße euch hier nochmal bei dieser Videoaufzeichnung. Es geht heute um die Frage des Schlüsselbegriffs der BNI, also Bildung für nachhaltige Entwicklung aus einer postmigrantischen Perspektive. Mein Name ist Miguel Löhmann. Ich nutze die Pronomen er, ihm oder keine Pronomen. Und ich werde jetzt einen kleinen Case Study Input zu dem Projekt Connection geben. Connection ist so erstmal ein kleines Logo davon, ist ein Projekt, das unter anderem in Leipzig stattfindet und auch in Trier und in Berlin. Vor allem aber ein Projekt, das wir probieren, für migrantische Community auszulegen. Und diese Geschichte beginnt bereits bei diesem Logo. Wie ihr sehen könnt, haben wir verschiedene Charaktere dort eingebracht, die in verschiedenen Rollen sind. Wir haben eine Person, die probiert, mit Liebe nach außen zu treten, eine andere Person, die sich probiert, mit der Erde zu verbinden, und noch eine Person, die so für uns die kreative Person ist, in dem Fall mit Musik. Und das Logo wurde erstellt von Aditi. Aditi ist eine Person, die in Leipzig lebt und Grafikdesign macht. Und dass wir das Logo von Aditi haben erstellen lassen, ist schon die erste Sache, wo unser Projekt beginnt, nämlich dass wir unsere Fördermittel probieren, wenn möglich, in migrantisierte Community zurückzugeben, damit dort eben auch die Ressourcen ankommen, die wir bekommen von ja, unseren Geldgebern. Das Projekt selber findet, wie gesagt, in Leipzig, in Berlin und in Trier statt. Ich kann nur für Leipzig sprechen. Das heißt, wir haben ein Projekt mit drei verschiedenen lokalen Ansätzen. Und wie ihr vielleicht seht auf der Karte, ist Leipzig der einzige Ort in Ostdeutschland. Dann Berlin als Hauptstadt da vielleicht einmal kurz rausgenommen, was für mich an der migrantisierten Community oder der BIPOC-Community in Leipzig nochmal auch besondere Herausforderungen eröffnet. Aber da gehen wir später drauf ein. Der Projektrahmen von Connection, erst einmal zur groben Übersicht. Es ist ein Projekt der BUND-Jugend. Der BUND ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz und die BUND-Jugend ist der Jugendverband davon. Und das Ganze erhält Fördergelder vom Bundesministerium für Inneres und Heimat, die uns mit folgenden Zielen sozusagen die Gelder zur Verfügung stellen. Wir dürfen für 3 Jahre Workshops für 16- bis 17-jährige Personen machen, also diesen Bereich, der so als Jugend erfasst ist. Und das heißt für mich in Leipzig, dass ich einen zweitägigen Workshop im Jahr veranstalte, primär für migrantisierte oder Menschen mit Migrationserfahrung und auch noch 4 Tagesworkshops. Das sind dann immer so Abendveranstaltungen, die wir ein bisschen ins Jahr versetzt teilen. Wie die genau aussehen, erzähle ich euch in den folgenden Folien. Aber erst einmal, so wie wir bei uns und mit unseren Vor- und Ahnen begonnen haben, möchte ich euch auch jetzt in dem Projekt ein bisschen was zu unserem Projektahnen, sage ich mal, erzählen. Es ist nämlich ein Folgeprojekt und das erste Projekt hat sich sehr stark mit dem Thema Kolonialismus und koloniale Kontinuitäten beschäftigt. Entsprechend hier schon mal eine erste Content Note. Wenn das für Personen vielleicht gerade nicht so das heilsamste Thema ist, dann kommt gerne in, ich sag mal so, 3, 4 Minuten zurück in den Chat und stellt mich erstmal auf stumm. Das Projekt Connection basiert zu großen Teilen auf dieser Broschüre und dem Projekt Locals United. Locals United war das Vorgängerprojekt, auch über die BUND-Jugend getragen, allerdings von der Aktion Mensch gefördert und hatte unter anderem das Ziel, dass ganz viele Infomaterialien erstellt worden sind und verschiedene lokale Akteure zusammen ins Handeln geraten. Eine Broschüre, die mir sehr am Herzen liegt, ich gehe auch gleich noch eine zweite mit ein, ist eben diese Kolonialismus und Klimakrise, die sehr stark darauf eingeht, was eigentlich diese Klimakrise und diese ganzen weißen Akteure, die wir so, oder mittelständischen bürgerlichen Akteure, die wir so sehr auf den Medien wahrnehmen, was die vielleicht teilweise gar nicht so viel mit praktizieren. Ich will nicht sagen, dass das nicht gesehen wird oder gewusst wird, aber die Gesichter, die ich aus dem Fernsehen kenne oder aus der Zeitung, wenn ich mich mit dem Thema Klima oder Klimaaktivismus oder Klimakrise beschäftige, sind dann eben doch überwiegend Menschen, die vom Kolonialismus und kolonialen Kontinuitäten profitieren. Ihr seht später auch noch ein paar Auszüge aus der Broschüre.
Ein anderes Infomaterial, auf dem das Projekt Connection basiert, ist diese Sammelbroschüre. In dieser Broschüre werden Perspektiven von verschiedenen Menschen mit Aktivismuserfahrung erzählt, oder sie erzählen sie es besser gesagt selber, und sie erzählen vor allem auch ihren Blick darauf, was eigentlich Klimagerechtigkeit für sie bedeuten kann. Und ihr merkt schon, bei diesen beiden Themen, sowohl Ableismus als auch Rassismus, Klassismus kommt da ganz stark mit rein. Wir arbeiten auch viel zu den Themenfeldern Feminismus oder queerfeministischen Perspektiven, dass wir probieren, nicht nur in eine Richtung zu arbeiten, sondern probieren eher so mit so einem großen Spektrum unser Bewusstsein zu erweitern. Und es gibt so ein kluges Wort aus der Wissenschaft, intersektional, also so die verschiedenen Überschneidungen dieser verschiedenen Diskriminierungsformen, dass wir probieren, daraus zu begreifen, welche Menschen denn eigentlich am meisten davon betroffen sind, wenn die Menschheit ja die Klimakrise oder Klimakatastrophe nicht in den Griff bekommt. Ja, und wir setzen eben unsere Priorität auf die Gruppen, die am meisten betroffen sind. Für uns ist es wichtig im Projekt, dass wir nicht sagen, der Status quo ist toll und wir wollen den jetzt erhalten, sondern wir setzen einen ganz starken Blick darauf, dass wir kommunizieren wollen, so wie aktuell die Ressourcen und die Macht und die Einflüsse verteilt sind. Das ist bereits sehr ungerecht. Also wir können nicht uns dafür einsetzen, dass wir ein weiter so oder ein weiter so erhalten wollen, sondern wir müssen probieren, uns mit Inhalten zu beschäftigen, die eben probieren, hier am Beispiel der CO2-Emissionen größere Teile der Weltbevölkerung irgendwie mit in den Blick zu bekommen. Ich habe hier das Beispiel der Emissionen aufgemacht, mit einer Erhebung von, ich glaube, bis 2015. Das finde ich nochmal sehr gut so zeigt, dass eigentlich so wirklich in dem Fall die Hälfte der menschlichen Bevölkerung auf diesem Planeten ganz, 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 ganz wenig zu zum Beispiel CO2-Ausstoß macht. Das ist nur ein Aspekt von Umweltverschmutzung oder von Treibern für Klimakrise. Aber in dem Fall wirklich ein gutes Beispiel, weil das reichste Prozent dieser Bevölkerung stößt doppelt so viel aus. Und ich finde gerade diese doppelte Menge ist auch nochmal traurigerweise sehr bemerkenswert und erschütternd. In den nächsten Folien gehen wir auch ein bisschen weiter auf Diskriminierungserfahrungen, Rassismus und ein bisschen auf Polizeigewalt ein. Das ist die zweite Content Note, die ich aussprechen möchte. Auch das nochmal für euch im Raum. Wir probieren klimagerecht zu handeln. Und ihr seht es leider schon im Text, ich habe vergessen auszuschalten. Dieser Begriff Klimagerechtigkeit, der ist nicht einfach so entstanden. Und vor allem dieser Klimagerechtigkeitsbegriff oder Climate Justice, das wurde auch nicht von Greta Thunberg oder von Lisa Neubauer, unsere zwei berühmte Gesichter so des weißen Diskurses sozusagen aufzugreifen, wurde es nicht erfunden, sondern das hat in dem Fall eine Wurzel in den USA und in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und es ist eine Reaktion. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von damals. Es gab in den USA eine Umweltbewegung und in dieser Umweltbewegung hieß es so, not in my backyard. Also diese Leute wollten Industrie und Industrieabfälle nicht in ihrem Hinterhof haben und haben stattdessen gesagt, das soll weg aus den Wohnvierteln mittelständisch positionierter, überwiegend weißer Bevölkerungsgruppen und sie hatten kein Interesse daran, dass eben deren Gebiete verseucht werden mit Giftmüll. Die Folge war, dass die Industrie oder in dem Fall die Müllindustrie abgewandert ist und sie ist in die Regionen oder die Wohngegenden von schwarzen Communities gegangen, weil es dort günstig war, Land zu kaufen und weil es dort eben auch geringerer Widerstand erwartet wurde, weil diese Personen, ihr erinnert euch vielleicht, was in den USA in den 60er Jahren abging. Wir haben die Segregation, wirklich ganz starke strukturelle Unterdrückung von schwarzer Bevölkerung. Eine Folge des Kolonialismus übrigens auch. Und wir haben dort eine Bewegung gehabt, die sich dem entgegengestellt hat. Und im Gebiet von Warren County, das liegt in North Carolina, war eben das Ziel, dass ungefähr 6000 LKW-Ladungen voller Giftmüll
in eine neue Art Deponie aufmachen in dieser Wohngegend, in der überwiegend schwarze Menschen gelebt haben. Und es hat sich ziviler Ungehorsam dagegen geregt und es wurden Straßenblockaden gemacht. Das seht ihr auch hier rechts auf diesem Bild. Es haben sich viele Menschen verbündet und über Wochen und Monate probiert, diese LKW-Fuhren zu blockieren. Es kam natürlich zu viel Polizeigewalt, und es kam auch zu mehrfachen Verhaftungen. Und ja, den Betroffenen ging es natürlich nicht gut unter dieser Gewalt. Um vielleicht auch nochmal zu sagen, was politischer Aktivismus auch sein kann, insbesondere für Personen, die weniger privilegiert sind und Marginalisierung erfahren. Vor allem aber, und deswegen erzähle ich euch die Geschichte jetzt, haben diese schwarzen AktivistInnen, die sich dort gesammelt haben, nicht nur gesagt, wie diese Not in My Backyard-Bewegung, hey, wir wollen einfach keine Umweltverschmutzung, sondern die haben gesagt, wir als in dem Fall Personen, die unter Rassismus ganz stark zu leiden haben, unter Klassismus leiden, wir wollen auch nicht von Klimagerechtigkeit betroffen sein. Und in dem Moment, wo sich privilegierte Teile der Bevölkerung dafür einsetzen, dass ihr Klima, ihre Umwelt oder ihr Status quo erhalten bleibt, hat das sehr, sehr oft zur Folge, dass insbesondere Personen, die weniger Zugang zu Privilegien haben und die eben stärker ja, Marginalisierung auf verschiedensten Leveln erfahren, dass dann diese Probleme bei denen landen. Und das ist unfair, das ist nicht gerecht. Und in dem Bereich ist dann das erste Mal eine sogenannte Umweltbewegung entstanden. Wir beschäftigen uns jetzt heute ja mit der Klimabewegung oder Umweltgerechtigkeitsbewegung entstanden. Wir beschäftigen uns heute eher mit der Klimagerechtigkeitsbewegung, zumindest in dem Projekt, in dem ich gerade bin. Und da ist es ähnlich. Also wenn wir uns zum Beispiel über das Thema E-Mobilität unterhalten, ich will nicht sagen, dass das alles doof wäre, den Individualverkehr umzustellen, aber wir müssen uns auch sehr stark überlegen, wem dient denn das eigentlich? Wenn wir zum Beispiel ganz viel E-Mobilität hätten, dann gäbe es ganz, ganz viele Autos, die eben in dem Falle vielleicht mit Lithium, Akkus betrieben werden können. Aber das muss auch abgebaut werden. Und welche Personen sind denn die Leidtragenden davon? Also diese Fragen möchte ich immer so mit in den Raum reingeben, wenn wir uns darüber unterhalten und auch dafür einstehen, dass wir probieren eine klimagerechte Lösung, also eine soziale Gerechtigkeit. Und so auf Englisch gibt es auch diesen Racial Justice Begriff, also eine Gerechtigkeit gegenüber rassistischer Diskriminierung eben auch mit ins Auge fassen, die nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe jetzt noch zwei kleine Biografien mit eingebracht. Die eine ist von Wangari Maathai. Wangari Maathai ist eine kenianische Aktivistin. Sie ist auch eine Professorin und Wissenschaftlerin. Und Wangari Maathai hat, als sie gelebt hat, das sogenannte Greenbelt Movement gegründet. Das könnt ihr gerne euch mal notieren und ihr könnt das gerne auch später nochmal googeln. Das ist tatsächlich relativ berühmt, weil Wangari Maathai als eine der wenigen und auch als erste schwarze kenianische Frau mit einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Und Wangari Maathai hat begonnen zu sagen, hey, wir müssen irgendwas fürs Klima tun, weil wir haben ganz große Probleme mit Erosion in der Gegend. Und gleichzeitig müssen wir aber auch was für schwarze Frauen tun in Kenia. Und sie hat dann begonnen, dass sie schwarze Frauen dazu empowert hat, also ihnen Wissen geteilt hat, wie sie Pflanzen, Setzlinge so einpflanzen können. Und hat damit ihre Organisation, den Greenbelt Movement, diese Setzlinge abgekauft, damit diese Frauen ein Einkommen haben und sozusagen auch wieder Ressourcen erhalten. Gelder sind da ganz wichtig. Und dann wurden sozusagen diese Setzlinge, die von diesen Personen erstellt worden sind, wurden dann eingepflanzt und haben mittlerweile zu einem unglaublich großen Grünstreifen geführt, der dazu beiträgt, dass die Region wesentlich grüner ist. Und das Projekt ist auch nicht mehr nur auf Kenia bezogen. Falls ihr da ein sehr inspirierendes Beispiel sehen wollt, notiert euch gerne Wangari Maathai und recherchiert ein bisschen zu ihr. Eine zweite Person, die ich euch vorstellen möchte, ist Cécile Comte. Cécile Comte ist in Europa auch ein bisschen bekannter. Cécile Comte ist eigentlich eine französische Klettererin gewesen.
Sie war auch Lehrerin und ist dann irgendwann durch eine Krankheit in den Rollstuhl gekommen oder auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen, beziehungsweise nutzt einen Rollstuhl für sich. Sie lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland und macht von hier aus Kletteraktivismus. Und ihr seht hier ein Beispielbild, als sie in Frankfurt einen Bahnhof blockiert hat. Und jetzt stellen wir uns vielleicht die Frage, so, hä, Bahnfahren, das ist doch voll toll und das ist doch voll ökologisch und super. Für Cécile Comte, in dem Moment, wo sie mit dem Rollstuhl unterwegs ist, ist es das nicht unbedingt, weil die Deutsche Bahn bis heute sich nicht wirklich darauf, sehr stark zumindest in allen Regionen darum bemüht hat, rollstuhlgerecht und barrierearm zu sein. Und das ist ein Teil von Cécile Comtes Protest, dass sie immer wieder darauf hinweist, dass sie als rollstuhlfahrende Person eben weniger Zugang zu ÖPNV hat, dadurch wiederum stärker auf den Individualverkehr angewiesen ist, was wiederum ja im Konflikt steht mit eigentlichen Umwelt- und Klimazielen, die wir haben. Und des Weiteren ist Cécile Comte aber auch viel im Anti-Atomkraft-Bereich unterwegs, hat sich schon mehrfach an Atomkraftwerke gehangen als Kletteraktivistin im Rollstuhl. Und genauso auch an verschiedenen Blockaden der Klimagerechtigkeitsbewegung teilgenommen. Cécile lebt noch, sie lebt in Lüneburg, soweit ich gerade weiß, und ist in der, ich sag mal so, Szene der Aktivistinnen oft als Eichhörnchen unterwegs, weil sie sich eben Rollstuhl hin oder her wie ein kleines Eichhörnchen in den Höhen bewegen kann. Und auch für Cécile ist dieser Community-Aspekt eben ein ganz wichtiger Teil, weil sie trainiert eben auch andere Leute, die im Rollstuhl sitzen, wie sie denn eigentlich sich mit Rollstuhl in die Höhen bewegen können und klettern können. Soweit also zwei kleine Beispiele, einmal mit vor allem kolonialen oder kolonialen Kontinuitäten im Fokus. Hier ein weiteres Beispiel zum Thema Ableismus. Und das sagt, glaube ich, auch schon so ein bisschen was zu dem, wo wir uns hinbewegen wollen als Projekt. Wir wollen das Projekt aber nicht nur auf dieser Wissensvermittlungsform haben, so wie wir das jetzt gerade tun, sondern wir wollen auch Kreativworkshops bieten, damit Leute das annehmen können. Das heißt, ich habe jetzt im letzten Jahr in Leipzig Movement- und Tanzworkshops angeboten oder besser gesagt organisiert. Ich habe auch utopisches Storywriting organisiert, also einen Schreibworkshop könnte man sagen, und einen weiteren Workshop als Theater der Unterdrückten, damit eben viele Leute sich im Theater wohlfühlen, daran teilnehmen können. Und die Gedanken dahinter waren weitere. Ich wollte jetzt nicht nur Leute ins Tanzen bringen, sondern ich wollte, dass die Leute sich ihres Körpers bewusst werden und in diesem Körper Freude, Bewegung und Agilität zum Beispiel erfahren können. Und dass sie durch dieses Körperbewusstsein auch in eine Art innere Heilung gehen können. Bei dem zweiten Workshop, der hat jetzt gerade im Winter stattgefunden, viele Menschen, die daran teilgenommen hatten, waren sehr hoffnungslos, muss ich auch wirklich sagen. Und trotzdem wollten wir probieren, indem wir so einen einfachen Wohlfühlraum geschaffen haben, dass die Leute durch sprachliche Alltagsmomente, die sie hoffnungsvoll beschreiben, vielleicht mal wieder, ja, einen anderen Blick darauf gewinnen, wofür sie eigentlich probieren zu kämpfen, wenn sie sich im Bereich der Klimagerechtigkeit bewegen. Ein anderer Aspekt war das Theater Unterdrückten. Theater Unterdrückten ist eine ja, Theaterpraxis, die von Augusto Boal, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ja, ich will nicht sagen erfunden wurde, aber wesentlich geprägt wurde und in der es ganz stark darum geht, dass verschiedene Diskriminierungssituationen erstmal auf der Theaterbühne geschaffen werden oder Konfliktsituationen. Und dass die Leute sich dann gegenseitig aus diesen Situationen rauslösen können. Es ist also ein interaktives Theater, in dem die gesamte Gruppe mit ihrem gesamten Wissen und Erfahrung probiert, aktive Ansätze für Lösungen aus solchen Konflikten zu entdecken und zu erarbeiten. Das waren drei Projekte, die jetzt so als Tagesworkshop stattgefunden haben. Ein weiteres Projekt, war die Auftaktveranstaltung. Und da möchte ich vor allem etwas zu der Auswahl der Referentinnen sagen, mit der wir im Projekt arbeiten. Das heißt, die erste Auftaktveranstaltung aus dem letzten Jahr war vor allem auch für mich sehr aufregend, weil das war der Auftakt. Etwas ganz Neues habe ich vorher noch nicht gemacht in dem Projekt. Und wir haben begonnen mit Amanda Luna. Amanda Luna seht ihr links oben. Amanda Luna ist selber Quechua und ja, probiert ihr Verständnis auf Klimagerechtigkeit aus der
Es ist in Peru aufgewachsen und hat viel Blick auf so feministische Perspektive. Auch sie hat erstmal etwas dazu eröffnet, wie eigentlich indigener Blick auf Klima und Umwelt und Gerechtigkeit ist. Und dass wir halt nicht davon sprechen, dass wir als Menschen uns für die Umwelt einsetzen, sondern Amanda hat stattdessen halt probiert, die Art der Verbindung zu erzählen und zu erläutern mit den Teilnehmenden. Des Weiteren hatten wir Lucy Mendes-Diaz eingeladen. Lucy lebt in Rio de Janeiro eigentlich und war für ein halbes Jahr in Deutschland zu Besuch und hat hier Theaterworkshops gegeben. Bei unserer Veranstaltung hat sie einen Theaterworkshop zu ihrer Arbeit gegeben. Also sie erforscht, wie schwarze Körper am Theater wahrgenommen werden und probiert das eben in Theaterpraxis mit reinzunehmen, aber auch Räume zu schaffen, die weniger Herrschaftsform etablieren. Und vor allem hat Lucy auch einen starken Ansatz, dass sie Libras unterrichtet. Libras, für die, die es noch nicht gehört haben, ist die Art so brasilianische Gebärdensprache, das, was DGS oder deutsche Gebärdensprache im deutschsprachigen Raum ist. Das beherrscht eben Lucy zu Hause auch oder allgemein auch. Und gibt in Rio de Janeiro oft auch Kurse für Personen, die eben Libras nutzen. Dann haben wir, ja, wir machen mal direkt mit dir weiter, Sirka. Vielleicht kannst du widersprechen, denn auch Sirka war eingeladen als Referentin. Und vielleicht kannst du in ein, zwei Sätzen erzählen, was du gemacht hast. Ja, hallo. Ja, ich kann was kurz über meinen Workshop mit euch so teilen, weil das war eine Einladung, die ich bekam und die Möglichkeit, diese Methode in meinem Körper, mein Territorium, kein Erregungsgebiet ausprobiert. Das kam eigentlich aus der Praxis von indigenen Communities in Abya Yala und die Empowerment von Menschen mit Kolonialismuserfahrung. Ja, wir hatten die Möglichkeit, diese Methoden mit einer gemischten Gruppe ausprobiert, also Weißbobs und Weißmensch. Aber es ist genauso gedacht als ein Empowerment und sicherer Raum, wo ihr eine Reflexion über ihr eigenes Körper und die Idee von Territorien so reflektiert wird. Aber es ist auch sehr stark verbindet und die Beziehung von die Natur, weil das kam so wie sich dann wird, wie zum Beispiel bestimmte Ökosysteme oder Orte, das wir stark so mit unserem Körper verbinden, wir distanziert sind. Und weil indigenen Gemeinden oder Communities zum Beispiel mit Gebirgen oder Flüssen ihre Leben zu stark verbinden und manchmal wegen Kolonialismus das zerstört. Ja, das von meiner Seite. Miguel, du bist noch auf stumm geschaltet. Dankeschön. danke dir fürs Teilen, Zirka. Ja, das war einer von den Workshops, der auch sehr gerne angenommen wurde. Ich würde jetzt noch kurz auf den Workshop von Anna eingehen. Anna ist Theaterregisseurin und hat sich als asiadiasporische Person sehr stark damit beschäftigt, wie sie in dieser hierarchievollen Welt des Theaters eigentlich Raum finden kann als postmigrantische Person und wie sie sich platzieren kann. Sulk hat es gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen. Es war eine überwiegend weiße Gruppe, weil das die Teilnehmenden waren, die wir erreicht haben. Dazu gehe ich gleich auch noch weiter ein. Ich zeige euch erstmal ein paar Bilder, auf denen seht ihr vor allem das Team, die diese Projektreihe umgesetzt hat, den Tag. Wir sind bei der Fotofolie, ne? Ja. Also links oben seht ihr unser Awareness-Team. Das ist rechts, das ist zum Beispiel Paula. Ming war auch eine Person im Awareness-Team. In der Mitte seht ihr Lucy und dann noch eine Teilnehmende und eine Dolmetscherin.
Unten links seht ihr noch Dante, das ist mein Kollege aus dem Projekt, sowie wieder Paula und links vom Awareness-Team. Und rechts auf dem Foto seht ihr Amanda Luna, wie sie gerade einen Input gibt für die Teilnehmenden, wo sie eben auf ihren Blick auf Klimagerechtigkeit eingeht. Soweit das Konzept, das meiner Meinung nach natürlich sehr, sehr gut war. Nein, es gibt auch immer nicht so tolle Sachen und Fehler, aber oder Herausforderungen, die ich noch nicht gesehen habe. Darauf möchte ich gerne auch eingehen. Wir haben in unserem ersten Jahr nämlich überwiegend Publikum erreicht, das bereits sehr politisiert war und überwiegend auch privilegiert ist in Deutschland. Also der Großteil der Leute, die sich angemeldet haben, das war für uns am Anfang nicht so ersichtlich als Organisatoren, waren weiß positioniert und waren sehr, hatten akademischen Zugang, waren teilweise seit Jahren in der Klimabewegung, teilweise auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, damit auch schon organisiert. Da wir neuer Player sind in dem Feld, gerade in Leipzig, waren wir auch mit einem enormen Bewerbungsaufwand verbunden. Und das Projekt, das eben über ein Ministerium gefördert wird, hat einen enormen Bürokratieaufwand für mich, was für mich auch nicht so super leicht ist. Dann immer allen ja, Anforderungen gerecht zu werden, weil ich eigentlich eher so dieser Aktionsmensch bin, der so in die Sachen reingeht und schnell was organisieren will. Stattdessen haben wir dann aber auch uns angepasst, um vielleicht in den nächsten Jahren, die wir noch haben im Projekt, weiterzumachen und unsere bestehenden sehr erfolgreichen Dinge mitzutransportieren. Wir wollen zum Beispiel im Projekt weiterhin unsere Awareness-Struktur aufrechterhalten, für die Menschen, die Awareness noch nicht kennen. Awareness ist eine Art Konzept des Achtsamseins und des Miteinanderseins und wir wollen eben einen Raum schaffen, in dem sich betroffene Personen von verschiedenen Diskriminierungsformen wohl und sicher fühlen können oder so sicher wie möglich. Und dafür stellen wir bei unseren Veranstaltungen auch extra ein Awareness-Team bereit, die sich eben aus eigener Betroffenheit oder viel Recherchearbeit mit dem Thema beschäftigen. Das Wichtige ist aber vor allem, dass die Betroffenen der Situation selber die Deutungshoheit behalten und jetzt nicht jemand anderes ihnen erzählt, was denn das Beste wäre für sie in der Situation. Des Weiteren haben wir angefangen zu sagen, dass wir eine neue Bewerbungsstrategie machen. Bis jetzt haben wir viel über Social Media gearbeitet. Das werden wir jetzt ändern und eher in Straßenaushänge gehen. Wir haben auch einen neuen Veranstaltungsort, der sich stärker in einem der Viertel in Leipzig befindet, wo viele migrantisierte Menschen und Community unterwegs ist. Dort werden wir also direkt bei unserer Zielgruppe sozusagen uns aufhalten mit dem nächsten Workshop. Und wir werden auch dort im Viertel direkt einfach aushängen an die Straßenampeln oder ähnliches platzieren, damit das nochmal anders gestreut wird. Und ein weiteres Thema, was glaube ich ganz wichtig ist, auch im Blick auf so unsere aktuelle politische Situation in Deutschland. Wir wollen probieren, mehr Projektkooperation heranzutreiben. Also wenn ihr Interesse habt, mit uns zu kooperieren, dann schreibt mir gerne, weil wir auch gesehen haben, es ist eigentlich auch ganz gut, diese Netzwerke aus Organisations- oder Institutionsperspektive jetzt weiter auszubauen. Jetzt würde ich gerne noch zu einem Bild eingehen, ganz kurz. Das hat erstmal nicht so viel mit Connection zu tun, aber zeigt ein bisschen was von dem Ansatz, den ich davon verstehe. Dieses Bild stammt aus Ovantic, das ist in Chiapas, das ist in Mexiko und das ist ein Wandgemälde. Also jede Person, die an diesem Gebäude vorbeilauft, kann das erstmal sehen und lesen und Personen, die Spanisch verstehen, können es auch schon übersetzen. Stattdessen habe ich es aber auch nochmal hier zusammengefasst auf Englisch, falls es nicht so leicht zu sehen ist, beziehungsweise auch noch eine Übersetzung dazu auf Deutsch verfasst. Kurzer Hintergrund dazu. Chiapas leben Gruppen, die sich als Zapatista verstehen. Und das hier hängt an einer Grundschule, also 1. bis 4. Klasse, so in Deutschland, als so Pendant, sage ich mal, dazu. Und der Satz, der auf diesem Buch steht, beschreibt eigentlich Folgendes. Wenn wir eine, ja, oder unabhängige oder autonome Bildung schafft, verschiedene oder unterschiedliche Welten, in denen mehrere verschiedene Welten wahr werden können oder wahrhaftig werden können.
Der Satz ist nicht der allereinfachste von der Grammatikstruktur, aber ich finde den Inhalt, umso öfter ich darüber nachdenke, umso schöner. Und das ist einer der Gründe, wieso ich probiere mit unserem Projekt, möglichst verschiedene Welten zusammenzubringen, damit eben auch unsere Zielgruppe, die sich in verschiedenen Welten und Lebensrealitäten sozusagen befindet, verschiedene Verständnisse davon hat, wie diese Welt zu funktionieren habe, solle oder wie sie sich wohlfühlen damit, eben auch einen Raum bekommen. Und hiermit würde ich dann schon die Aufzeichnung beenden. Das kannst du gerne.